Ja, da sind wir wieder. Heute gibt es ein schönes Frühstück von der Firma MDT, nämlich von den Sascha. Sascha, traut sich aber nicht vor der Kamera, deswegen mache ich das Intro heute hier. Danke, Sascha, für das schöne Frühstück, dass du das für uns tust und auch, dass du uns in Holland so glorreich mit den schönen Pressluftleitungen, Kompressoren und Stickstoffanlage beliefert hast. Dankeschön dafür. Vielleicht kriege ich ja gleich doch noch einen kleinen kurzen Bildausschnitt von dir, aber das mache ich dann ziemlich heimlich. So. Erstmal frühstücken wir jetzt. Ja, das war doch mal ein sehr leckeres Frühstück. Also danke, Sascha, nochmal für die, dass du das für uns getan hast. Wunderbar. Also gleich geht es erstmal eine Runde mit dem Hund. Und heute Abend steht tatsächlich wieder ein Sportprogramm an. Da werden wir heute auch mal ein bisschen filmen. Und morgen geht es nach Holland. Bin gespannt, wie es da weitergegangen ist. Aber das werden wir dann sehen. Morgen fahre ich alleine. Ömer bleibt hier, weil hier gibt es einiges zu tun in Hagen. Und ja, Ömer kann dann beim nächsten Mal wieder mitkommen. Ja, jetzt sind wir wieder auf der Mittagrunde unterwegs mit den Hunden und ich versuche das ja jeden Tag zu machen. Gerade im Moment ist das ja besonders wichtig, weil ja, wir schon echt hart am Ackern sind. Ich merke auch selber langsam, dass der Druck zunimmt. Und da ist es natürlich total wichtig, dass man sich zwischendurch mal eine Auszeit nimmt. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich meine Hunde habe. Ja, da versuchen wir auch jeden Tag auf jeden Fall so 3-4 Kilometer zu gehen mittags und morgens natürlich auch noch mal eine Runde. Da kommt man mal ein bisschen weg vom Schreibtisch und es ist ja auch immer schön, wenn man mal ein paar Stunden in der Natur verbringen kann. Es ist ja auch Teil des Trainings für No Limits. Normalerweise gehe ich damit das auch mit meinem Rucksack, heute nicht, weil ich Sonntag ordentlich Beintraining gemacht habe und tatsächlich heute Abend wieder Beintraining auf dem Programm habe und ich aber immer noch Muskelkater habe. Deswegen habe ich heute gesagt, der Rucksack bleibt jetzt in meinem Auto. Heute Abend wird dann Kraft, Ausdauer, Beine trainiert und da wird mit Rucksack ein ganz popeliges auf der Box steigen. Das Workout nennt sich Shed 1000. Das heißt 1000 Mal auf eine Kiste steigen. Ist natürlich eine richtig geile Übung, auch für No Limits, weil warum sollte man das tun? Das ist ja genau die Gedanke, die bei No Limits immer durch den Kopf geht. Warum mache ich das eigentlich? Insbesondere hier wichtig, diese Art von Übung zu machen, wo man einfach nur popelig irgendwelche Wiederholungen machen muss. In diesem Fall also 1000 Mal auf eine Kiste steigen. Die Kiste ist einen halben Meter hoch, 15 Kilo Gepäck im Rucksack. Ich weiß noch nicht, ob ich heute Abend 1000 mache, weil das ist das erste Mal, dass ich dieses Workout mache. Aber so 500 werden es auf jeden Fall werden. Ich werde, glaube ich, mal auf einen Timer setzen, 45 Minuten. Und dann wird einfach stupide die Übung abgerufen. Ja, mal gucken, wie ich mich danach fühle. Jetzt geht es erstmal weiter mit dem Hund. Dann geht es nochmal ins Büro, ein bisschen Büroarbeit machen. Es sind ziemlich viele Anfragen im Moment in Vorbereitung auf Holland. Alles läuft wie geplant, nur dass der Druck immer mehr zunimmt. Aber da stehe ich ja so ein bisschen drauf, deswegen ist das schon alles okay. Ja, da sind wir beim Sport. Damit habe ich ja schon gesagt, dass wir heute auf der Kiste steigen werden. Das kommt später. Jetzt machen wir erstmal ein kleines Warming-up und dann machen wir einen Testlauf, um zu gucken, wie der momentane Fitness ist. Also jeweils 2 Minuten, Kniebeugen, Klimmzüge, Liegestütz und Crunches. Und darüber lässt sich dann ganz schnell ein Ergebnis festlegen, sodass wir dann quasi in einem Monat das gleiche nochmal machen und dann sehen wir eindeutig, ob ich mich verbessert habe oder nicht. Und wenn das abgeschlossen ist, kommt das Programm auf der Kiste. Darauf freue ich mich natürlich gar nicht. Ich habe mich ganz gut eingegroovt auf 100, ja 100 wäre schön, auf 20er Sätze, immer 20 Stück. Ja, 40 Minuten sind vorbei, noch 20 Sekunden, 400 Stück, deutlich mehr als ich erwartet habe. Beim nächsten Mal geht's weiter.
Morgen fahren wir nach Holland, da gibt es wieder ein Update aus der Fabrik. Bis morgen, ciao.